Hallo Leute und herzlich willkommen zum weiteren Part von Oriental Grand Forest. Im letzten Part haben wir den Düsterwald erkundet, wie auch immer das Teil heißt. Und jetzt gehen wir zu den Elendsruinen und wir haben erstmal den Stein bekommen. Des Waldes. Und jetzt gehen wir in die Elendsruinen. Sieht hübsch aus. Aber auch sehr elendig. Ach, hier ist alles wild. Die Elendsruinen. Hier leben die Gumon. Sie bauen wundersame Strukturen und erfüllen sie mit dem Licht des Geisterbaums, das ihnen Sicherheit bietet. Oh nein! Diese Gumon wurden eingefroren, konnten nicht entkommen. Also das Element des Windes sein Licht verlor, wurde diese Ruine zu ihrem. Lava. Entschuldigung. Das ist schlecht. Die Gumon waren erfinderische Handwerker. Vor ihnen lagen eigentlich eine leuchtende Zukunft, zu der es aber nie kam. Sieh dir dieses Lichtgefäß an. Sie waren in der Lage, das Licht in den Geist, das Licht des Geisterbaums darin aufzufahren. Ich kapier's nicht. Ah, jetzt kapiere ich's. Wie geht's? Die Störung ist. Oh Gott. Ich könnte gerade kotzen. Oh Gott. Die Steuerung ist fast komplett umgekehrt. Ach du Kacke. Und genau dann. Oh Gott. Die Steuerung ist komplett umgekehrt. Das fühlt sich so komisch an. Hier wird gespeichert. Ich nehme das Teil wieder mit. Ich muss schon mal den ganzen Berg mitnehmen. Nein. Ich muss das Teil einfrieren. Das ist so komisch. Die Steuerung hier ist so komisch. Hilfe! Alles ist umgekehrt. Ja, ist so schrecklich. Wie können sie so einen Dungeon einfügen? So, rüber. In der letzten Sekunde noch. Schnell. Geht's einfach drauf. Oh Gott! Der größte Scheiß aller Zeiten. Ich habe gedacht, das Spiel kann nicht noch schlimmer werden. Wird's aber. Kann ich bitte... Und jetzt so. So. Entschuldigung. Wollen Sie mich verarschen? Oh Gott. Die Steuerung ist komplett umgedreht. Was für ein Horror. Kann ich hier speichern? Ich kann ernsthaft an der Decke speichern.
loslassen. Okay, hier speichern. Und ich bin Level aufgestiegen. Wäre noch nicht genug. Oh, wenigstens jetzt nochmal. Nein, nein, nein. Nein. Verdammt. Jetzt muss ich auch aufpassen. Hops. Ist also richtig arschig gemacht. Jetzt hier wird gespeichert. Wie komme ich denn da? Ach du Kacke. Aha. Ich glaube nicht, dass das so gedacht war gerade, wie ich es ausgenutzt habe. Das geht rüber. Hops. 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 Geschafft. Was muss ich jetzt einfach für einen Scheiß machen die ganze Zeit? Ich hab gedacht, das wäre irgendeine Höhle oder so. Das ist ja sozusagen frei. Nein! Ich hab keine Ahnung, was ist. Und die Steuerung! Die Steuerung ist der größte Scheiß. Wie sind sie auf diese Idee gekommen, diese Steuerung einzubauen? Hops und stirb bitte einfach, Uri. Oh, Dankeschön fürs Zerstören dieses wunderschönen Spiels. Wir wollten beim Schwierigkeitsgrad haben, das ist etwas übertrieben. Puh. Hops. Hops. Jetzt nicht, was ich hier. Ah, okay, ich muss da rüberspringen. Hops. Ich muss. Indem ich Shift drücke. Aha. Tut mir sehr leid gerade. Wenn ich Shift drücke. Nicht klar. Alter, ist die anstrengend. Ich gehe mal wieder dahin. So Leute, jetzt bin ich wieder hier unten, also lasse ich den Stein fallen. Oh, ich raste aus. Diese scheiß Einrastfunktion will ich aber nicht. So, jetzt gehe ich bitte so. So. Oh, 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 oh. Nein, nein, was passiert? Hä? Was für das jetzt? Nein! Nicht ernsthaft! Wie unfair! Warum ist das jetzt so? Ich bin jetzt einfach den ganzen Weg zurückgeflogen, sozusagen. Oh, spaßig, spaßig, spaßig. Ich habe immer schon gedacht, das ist ein mega schönes Spiel. Da kann man nicht viel mit falsch machen. Hops, stopp. Lass los! Und dann lässt sie einfach zu spät los. Yay! Und ja, geschafft wenigstens noch. Hops, hops, hops. Bug! Warum gibt es zwischendurch viele Bugs in diesem Spiel? Dass man an verschiedenen Kanten festhängt, sich nicht bewegen kann und einfach nichts machen kann. Das macht Spaß und ist wundervoll, oder? Es macht immer Spaß. Alles macht Spaß. Dieses Spiel zerstört mich so ein bisschen. Weil ich werde das Let's Play trotzdem nicht abbrechen.
Bewegung, diesmal springe ich nicht. Das ist so scheiße. Ja! Spring! Danke! So, wieder geschafft. Will ich jetzt wieder rüber. Nervig. So, jetzt speichere ich hier nochmal. Jetzt bin ich nochmal rüber. Lass ich bitte. Entschuldigung. Was geht hier jetzt ab? Okay. Gut gemacht. Jetzt möchte ich aber runter. Kannst du bitte aufhören? Und warum lässt das einfach dann los? Ich will doch nur wieder. Danke. Genau dahin wollte ich. Denn so kann ich super an meinen. Super an. In diesen Stein da oben kommen. Wenn es auch so funktioniert, wie ich es möchte. So, jetzt hier gespeichert. So, jetzt springe ich sozusagen, indem ich drücke und dann umziehe. So, Ori. Springen, Shift. Hallo! Warum macht sie zu spät Shift? Shift! Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ich springe ein bisschen Stacheln entlang. So, jetzt springe ich so, macht Shift! Und dann auch noch. So, du springst drüber. Drückst jetzt Shift. Und lässt sie jetzt bitte nicht von den Stacheln einfach instant killen. Dass man von den Stacheln schon so nah getroffen werden kann, ist einfach unfair. Man kann nicht ausprobieren wegen diesen Kackstacheln. So, jetzt was soll ich machen? Ich kann auch nicht rüberspringen. Guck deswegen. Tötet mich. Yay. Hops. Hops, es verändert eh nicht viel an meiner meiner Death-Streak. Danke. So, jetzt muss ich. Hops. Oh, Jesus. Dieses Spiel macht mich fertig. Was auch immer mich da getroffen hat. Oh, hops. So, wenn ich jetzt hier irgendwie speichern könnte, wäre das toll. Aber dafür muss ich. Shift. Hier auf dem Stein. Anderer Stein, komm bitte. Oh Gott. Dieser Dungeon, das. Das war ja fertig. Hops. Jetzt loslassen. Und dann bitte nicht einfach am Arsch der Welt herumspacken. Wieder mach gleich tot. Rüberspringen. Hier muss man Schaden nehmen. Also sonst kommt man doch nicht darüber. So, jetzt rüber bitte. Springen. Runter. Lass mich wieder rüber.
Gott, das ist aber so ein scheiß Dungeon. Und jetzt rüber. Da ist doch nichts. Pures Mobbing, das macht das Spiel doch extra. Und dann nimmst du den Stein nicht, Ori. Noch irgendwelche extra Wünsche. Noch, wie oft willst du noch sterben? Noch mehr als 500 Mal. Dann guck mal, meine Dice Streak 551 Mal. Ist doch wundervoll. Jetzt nehmen. Fallen lassen. Schwer. Man kann sie auch zu früh runterfallen lassen. So, jetzt springen rüber. Setz ich den Stein fallen. Lass den Stein jetzt an den Arsch der Welt fliegen. Und jetzt sterbe ich wieder, bitte. Springen. Springen. Tot. Springen. Springen. Runterfallen lassen, nehmen. Nimm doch den Stein. Nimm ihn doch einfach. Warum fliegt er hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter? Und dann, bam, tot. Sprung. Runter. Danke. Ein einziges Mal danke. Geht so, bis gleich, bitte springen wirklich darauf, das wäre toll. Jetzt speichere ich. Bis gleich. Da bin ich wieder da und hier speichere ich. Yay! Jetzt kann mich das Spiel ruhig so verarschen, wie es mich verarschen will. Ich rüberspringen. Ich hab schon verstanden, wie ich das machen muss. Spiel. Was ich dich nochmal verarsche, als du eigentlich schon machst. Nicht so, bitte. Langsam werde ich zu Peter. Nicht der Peter, sondern Peter aus Ende bricht aus. Aha, habe ich also jetzt einen Trick herausgefunden, wie ich das machen kann. Wanno. Hops. So, zwar nicht, aber also noch hops. Das Spiel macht super viel Spaß. Eine Idee, was ich machen könnte. Ich gehe nach hier oben. Ich gehe nach hier oben. Lass genau jetzt den Stein fallen. Also der Stein folgt mir. Okay, so kann ich das also nicht machen, schade. Da verbrenne ich einfach instant. So. So. Ich gucke mal kurz, wie ich das genau machen muss. Ich habe gerade durch einen Bug. Ich bin gerade durch einen Bug hierher gekommen. Also muss ich das jetzt. Fallen lassen und nicht genau so. Ich hätte darum speichern müssen, verdammt. So, dann mache ich mal das kurz, wie ich es gerade gemacht habe. So und speichern. Hm.
Nein, nein, nein. Okay, töte mich nochmal. Ich bin da oben schon gespeichert. Schön, dass man so einen Bug herausfinden kann. Und das kann ich hier. Linksklick. Oder rechtsklick. Shift, ja. Okay, sieht sehr interessant aus alles. Dann. Ey, könnte ich bitte auf die Karte zugreifen? Wir denken. Da ist ein Speicherpunkt, sieht man ja. Da oben sind noch zwei Teile. Und hier hinten ist dann eine. Da oben ist dann, glaube ich, ein Baum. Oder so. Oder der Boss falsch. Ach. Hops. Hops. Und da fallen lassen. Mal kurz rein eingeben. Ist okay. Jetzt habe ich hier auf der Karte gespeichert. Ich eh. Und speichere so. So, geschafft. So, jetzt gehe ich wieder rüber. Sagen wir auch, das reicht für diesen Part. Bis zum nächsten Part wieder. Tschüss.